Novena zum heiligen Josef, vierter Tag, zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Die Liebe der Eltern zu ihren Kindern. Ich grüße dich, o heiliger Josef, du Sohn Davids, du keusche Gemahl der glorreichen Jungfrau Maria, du Nährvater unseres Herrn Jesus Christus. Guter heiliger Josef, bitte für uns, deine Kinder, die sich deiner Obhut und deinem mächtigen Schutz anvertrauen. Amen. Wer Gott liebt, liebt auch sich selbst. Denn Gottes liebende Gegenwart und seine heilende Kraft zu erfahren, erfüllt den Menschen mit Freude und Dankbarkeit. Wer Gott wahrhaft lieben will, muss vor jeder Form der Eitelkeit und des Egoismus überwinden, jede ungeordnete Selbstliebe. Doch er muss sich auch gegen jede Beeinflussung wehren, die ihm an Seele oder Leib schadet. Die geordnete Selbstliebe sucht alles, was dem Heil des gesamten Menschen dient und meidet alles, was diesem schadet. Der größte Verlust unserer Epoche ist der Verlust des Vaterbildes und damit des Gottesbildes. Seine Wiederentdeckung und seine Verwirklichung ist eine Tat, von der die Zukunft der Menschheit abhängt. Arnold Quillet. Der heilige Josef hat Jesus als irdischer Nährvater vollkommen geliebt, ihn sprechen, beten und arbeiten gelehrt und den größten Schutz und die zärtlichste Geborgenheit gespendet, der ein irdischer Vater fähig ist. In diesem großen Unterfangen, alle Dinge in Christus zu erneuern, wird die gleichfalls geläuterte und erneuerte Ehe zu einer neuen Wirklichkeit, zu einem Sakrament des neuen Bundes. Und so steht auch an der Schwelle des Neuen Testamentes ein Ehepaar. Während Adam und Eva die Quelle des Bösen waren, das die Welt überschwemmt hat, stellen Josef und Maria den Höhepunkt dar, von dem aus sich die Heiligkeit über die ganze Erde verbreitet. Der Heiland hat das Werk der Heilsrettung mit diesem heiligen Bund begonnen, in dem sich sein allmächtiger Wille offenbart. Die Familie, Heiligtum der Liebe und Wiege des Lebens, zu läutern und zu heiligen. Papst Paul VI. Noch nie gab es so viele verhaltensgestörte Kinder wie heute. Verhaltensgestörte Kinder kommen nachweislich aus zerrütteten Familien, aus Familien, in denen die Kinder nicht die Atmosphäre der Einheit und des Geborgenseins und das liebende Angenommensein erfahren, das für ihre gesunde geistig-seelische Entwicklung Voraussetzung wäre. Es ist psychologisch erwiesen, dass Kinder, die Hass und Aggression zwischen Vater und Mutter erleben, in ihrem sozialen Kommunikationsverhalten so geschädigt sind, dass sie ihre Schwierigkeiten im Umgang mit den Mitmenschen kaum überwinden können. Kindern,
die sich nicht in Liebe angenommen wissen, fehlt das Urvertrauen. Sie leiden an einem negativen Selbstwertgefühl, das nur sehr schwer in eine gesunde, lebensbejahende Grundeinstellung zu sich selbst und zum Leben überhaupt umgewandelt werden kann. Wie nötig hätte es unsere Welt, die Idylle der heiligen Familie, es immer noch gültig anzuerkennen? Als erstes gewiss im Glauben an das Mysterium der Menschwerdung des Gottes, der Liebe, aber als zweites analog dazu im demütigen, von Josef vorgelebten Annehmen väterlicher Verantwortung und Akzeptanz der Grundbedingungen für eine seelisch gesunde Basis im Entwicklungsprozess des Menschen. Auch gewöhnliche Menschenkinder brauchen den Josef-Vater und die Maria-Mutter. Das ist überzeitliche Wahrheit, Christa Mewes. Bitten wir den heiligen Josef um Väter, die ihre Familien segnen, und um Mütter, die sich in Liebe ihren Familien widmen. Bitten wir ihn um viele heilige Familien, aus denen gesunde, verantwortungsbewusste Kinder hervorgehen, die in lebensbejahender Dankbarkeit zum himmlischen Vater aufschauen. Bitte um die Heiligung der eigenen Familie. Viertes Gesetz vom Josef Rosenkranz. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mit dem heiligen Josef gebetet und gearbeitet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenjürgen deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mit dem heiligen Josef gebetet und gearbeitet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mit dem heiligen Josef gebetet und gearbeitet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mit dem heiligen Josef gebetet und gearbeitet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mit dem heiligen Josef gebetet und gearbeitet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mit dem heiligen Josef gebetet und gearbeitet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens.
Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mit dem heiligen Josef gebetet und gearbeitet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mit dem heiligen Josef gebetet und gearbeitet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit den Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der mit dem heiligen Josef gebetet und gearbeitet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, den du, Jesus, der mit dem heiligen Josef gebetet und gearbeitet hat. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Litanei zum Heiligen Josef. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel. Erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt. Erbarme dich unser. Gott, Vater vom Himmel. Erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt. Erbarme dich unser. Gott, Heiliger Geist. Erbarme dich unser. Heiligste Dreifaltigkeit, ein einiger Gott. Erbarme dich unser. Heilige Maria. Bitte für uns. Heiliger Josef. Bitte für uns. Du erlauchter Spross Davids. Bitte für uns. Du Licht der Patriarchen. Bitte für uns. Du Bräutigam der Gottesmutter. Bitte für uns. Du keuscher Beschützer der Jungfrau. Bitte für uns. Du Nährvater des Sohnes Gottes. Bitte für uns. Du sorgsamer Schützer Christi. Bitte für uns. Du Haupt der heiligen Familie. Bitte für uns. Du gerechter Josef. Bitte für uns. Du reiner Josef. Bitte für uns. Du weißer Josef. Bitte für uns. Du starkmütiger Josef. Bitte für uns. Du gehorsamer Josef. Bitte für uns. Du treuer Josef. Bitte für uns. Du Spiegel der Geduld. Bitte für uns. Du Freund der Armut. Bitte für uns. Du Vorbild der Arbeiter. Bitte für uns. Du Zierde des häuslichen Lebens.
Bitte für uns. Du beschütze jungfräulicher Seelen. Bitte für uns. Du Stütze der Familien. Bitte für uns. Du Trost der Bedrängten. Bitte für uns. Du Hoffnung der Kranken. Bitte für uns. Du Patron der Sterbenden. Bitte für uns. Du Schrecken der bösen Geister. Bitte für uns. Du Schutzpatron der heiligen Kirche. Bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erhöre uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich unser. Er hat ihn bestellt zum Herrn seines Hauses. Zum Verwalter seines ganzen Besitzes. Lasset uns beten, Gott. Du hast in deiner unendlich weisen Vorsehung den heiligen Josef zum Bräutigam deiner allerheiligsten Mutter auserwählt. Wir bitten dich, da wir ihn auf Erden als Beschützer verehren, gib, dass wir ihn auch im Himmel zum Fürbitter haben dürfen. Herr, du lebst und herrschst als Gott in Ewigkeit. Amen. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.